Aber die Schlange war klüger als alle Tiere, die in dem Paradies waren, und Gott verfluchte die Schlange und nannte sie Teufel, und er sagte, siehe, Adam ist wie einer von uns geworden, weil er das Böse kennt und das Gute. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er dabei nicht zum Ungeheuer wird, und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Revolution Software. Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Katalonien, Spanien, 1937. Thiago, geh mit deiner Mutter zum Wagen. Nimm das hier, es wird dich immer leiten. Ja, Papa. Wir werden bald nachkommen. Xavier, das Gemälde. La Maledictio. Hier! Durchsucht sie! Natürlich! Paris. Heute. Paris im Frühling. Leidenschaft, Romantik, L'amour. Ich arbeitete für eine Kunstversicherung. Man konnte davon leben, gerade so eben. Und dann traf ich zufällig Nico auf einer privaten Ausstellung. Du hast mir nicht gesagt, dass du wieder in Paris bist, George. Gibt sicher viel zu erzählen. Lass uns mal essen gehen. Keiner rührt sich! Non, Monsieur! Nicht la malediction! Ah! Wieder einmal hatte Paris mir seine dunkle Seite gezeigt. Ein brutaler Diebstahl, ein sinnloser Mord. Nico und ich wurden wieder mal zusammen in ein neues und furchterregendes Abenteuer verwickelt. Der Galeriebesitzer war tot. Ich schätze, manchmal zahlt es sich einfach nicht aus, den Helden zu spielen. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert, also musste ich ein Verbrechen aufklären. Die Polizei würde bald hier sein. Ich hatte nicht viel Zeit. Ja, und damit herzlich willkommen im Spiel, liebe Leute. George und Nico wieder vereint, aber wir müssen jetzt erstmal hier den Tatort besichtigen. Ach wunderbar, ist auch die gleiche Engine wie in den ersten beiden Teilen. So, Henrys Leiche. Der Priester gab dem Galeriebesitzer die letzte Ölung. Ich wollte nicht stören. Henrys Modegeschmack war kriminell gewesen, aber er hatte es nicht verdient zu sterben. Henri, immer diese Franzosen. So, mit dem Priester können wir quatschen, die Gemälde können wir hier angucken, eines sogar benutzen. Ja, dann hätten wir hier noch eine Tür, da oben ist noch ein Bild mit einem Totenkopf drauf.
Und noch mehr Gemälde, noch mehr Gemälde und wieder etwas, das wir benutzen können. Okay. Gut, dann quatschen wir erstmal mit dem Priester. Verzeihen Sie, Pater. Ja, mein Sohn? Ich bin George Stobart. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert. Mein Name ist Simeon. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Sie können für seine Seele beten. Ein sinnloser Mord. Im Gegenteil. Dieser Mord ergibt sehr wohl einen Sinn. Wie meinen Sie das? Etwas ungeheuer Böses hat sich hier abgespielt. Das war das Werk des Teufels. Was? Ich bin Priester und Dominikaner. Ich kenne mich mit diesen Dingen aus. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss beten. Gerade hatte ich noch geplant, mit Nico zum Essen zu gehen. Und kurz darauf stand ich da und unterhielt mich mit einem Priester über Kunstdiebstahl, Mord und den Teufel. Ja, und Nico ist weg. Die ist nämlich dem Dieb hinterher. Ja, dann haben wir hier noch Lane. Den kennen wir, glaube ich, aus dem zweiten Teil. Da ist er nämlich auch Galeriebesitzer. Ja, und ich glaube, den sollten wir auch mal wieder aufwecken. Das war Hector Lane, Frankreichs größter Kunstkritiker. Wir hatten uns schon mal getroffen und es war schlecht gelaufen. Einen Moment lang dachte ich, er wäre tot, aber dem Schnarchen nachzuurteilen, war er nur weggetreten. Ah ja. Ja, stimmt, er war Kunstkritiker. Im zweiten Teil, da mussten wir ihn nämlich am Anfang betäuben oder besoffen machen. Irgendwie so war das, dass er halt in eine Vitrine reinfällt. Das hat zu einem Rätsel in einer Galerie gehört. So, aber hier hinten, das sticht doch schon ins Auge. Aber können wir nichts machen. Was haben wir? Da war gerade irgendwas. Ah, das ist nur Lane, den können wir benutzen. Das klingt irgendwie falsch, aber scheint auch das Einzige hier in der Szene zu sein. Ich guck mal ganz schnell in den Optionen, ob es da eine Taste gibt, mit denen man, mit der man sich alle Hotspots anzeigen lassen kann. Ich weiß, viele von euch mögen das nicht so, aber sind wir mal ehrlich, bevor ich hier ewig nicht weiterkomme, aber gibt's nicht. Das heißt, richtig schön oldschool, alles selbst herausfinden. Gut. Lane war völlig weggetreten. Ich brauchte irgendwas, wovon er zu sich käme. Gut, und da wir nichts haben... Ach, hier. Ach nee, das ist nur ein Tipp. Der Mann, der bei dem Raub ohnmächtig geworden ist, könnte wertvolle Infos haben. Wie kriege ich ihn wach? Achso, jetzt könnte ich jetzt hier nächster Tipp und sowas klicken. Aber das will ich erstmal selbst herausfinden. Das ist quasi genauso wie bei dieser neuen Mobile-Version von diesen Games. Ah, ein das Kaugummi. War ein Klumpen Kaugummi. Boah, ganz wichtig, ein Klumpen Kaugummi. Der Dieb hat den Pizzakarton zurückgelassen. Was da wohl drin ist? Tja, nicht wirklich überraschend. Pizza. Der Kerl musste hungrig gewesen sein. Es war nur noch ein Stück übrig. Ich wollte gerade schon Wetten abschließen, ob da ein Stück Pizza drin ist. Ob wir jetzt den Dicken mit der Pizza wach kriegen, das wäre natürlich, wir gucken mal. Wir haben unser Telefon und wir haben das Stück Pizza. So. Die Alarmanlage an diesem Gemälde funktionierte noch. Das ist gut zu wissen. Warum hatte die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes nicht angesprochen? Das ist jetzt natürlich komisch. Aber ich glaube, das finden wir noch früh genug heraus. Ich hätte nur kurz 65 Riesen zücken müssen und das Prachtstück wäre meins gewesen. Ganz klar, ein Schnäppchen. Für den gediegenen Connoisseur und für die Kleinigkeit von 80.000. Ja, das ist doch ein Tagesgehalt, wenn man 20 Millionen Abonnenten auf YouTube hätte. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ich wollte sie nicht runterschubsen. Dann am besten einen großen Bogen machen. Die Tür war mit einer Code-Tastatur gesichert. Die Kabel von der Kamera liefen in das Zimmer dahinter. Die Kamera muss den ganzen Raub aufgezeichnet haben.
Wenn ich den Code für das Türschloss bekäme, könnte ich vielleicht etwas Licht in die Sache bringen. Ah, okay, das ist interessant, aber... Ich brauchte immer... Genau, wir brauchen natürlich noch den Code. Auf der Tür stand privat. Für den hier nur 90.000. Das wird ja immer teurer. Dem Schild nach wurde das Bild 1932 gemalt. Und die Galerie wollte 80 Riesen dafür. Ein seltener Einblick in den von Absinth vernebelten Verstand des Künstlers. Für nur 80 Riesen echt ein Schnäppchen. Könnte sogar ein echtes Van Gogh sein. Oder ein echter Van Gogh, so rum. Noch eine Alarmanlage, die so funktionierte, wie sie sollte. Bloß die da oben nicht. Hier hatte das gestohlene Gemälde gehangen. Wieso gerade dieses Gemälde? Und ja, wieso bringt man dafür jemanden um? Das gestohlene Gemälde war mit einer Alarmanlage gesichert gewesen. Und die hätte anschlagen müssen, als das Gemälde entfernt wurde. Ich musste herausfinden, warum sie das nicht getan hatte. Das ist nämlich die wichtige Frage. Warum dieses Gemälde und warum ausgerechnet funktioniert hier die Alarmanlage nicht? Ah, ich sehe schon, da oben ist ein durchtrenntes Kabel. Darum wurde also kein Alarm ausgelöst. Ein Kabel war durchtrennt worden. Und zwar von jemandem, der genau wusste, was er tat. Das war ein Insider-Job gewesen. Da ist doch was faul. Ja, so ein Kabel durchtrennen, das kann halt nicht jeder. Das können nur die derben Insider. Der Knopf überbrückte das Druckplattensystem. Das durchtrennte Kabel hatte die Platten deaktiviert. Jemand hatte das Kabel durchtrennt und damit die Alarmanlage sabotiert. Okay. Die Druckplatte funktionierte einwandfrei. Aber weil das Kabel durchtrennt war, ging der Alarm nicht los, als man das Bild entfernte. Das war die Sirene der Alarmanlage. Sie hatte keinen Mucks von sich gegeben, als das Gemälde gestohlen wurde. Ich glaube, hier kommen wir jetzt gerade erstmal nicht weiter. Wir sollten erstmal weiter probieren, den Dicken aufzuwecken. Noch eine funktionierende Alarmanlage. Der Dieb hatte also das einzige Bild mitgenommen, dessen Alarmanlage sabotiert worden war. Aber warum gerade dieses Bild? Aber warum gerade dieses Spezielle? Okay. Da war sich gerade der Dialog nicht ganz einig. Es steht überall Sekt rum, aber leider... Aber gut, wir haben jetzt ja noch das Stückchen Pizza. Das können wir jetzt versuchen, mit Lane zu benutzen. Ich glaube, dann wird er nämlich bestimmt zu sich kommen, weil Suff gibt's gerade keinen. Aber halt was zu mampfen. Ich entschied mich, dem bewusstlosen Mann keine kalte Pizza in den Mund zu stopfen. Ich brauchte ihn lebend. Ich hielt es nicht für nötig, noch eine weitere Alarmanlage zu testen. Es war deutlich, dass nur eine einzige Alarmanlage sabotiert worden war. Müsste nicht eigentlich langsam die Polizei anrollen? Das Plakat sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. Ah, wir können noch mal einen Blick auf Henris Leiche werfen. Wir finden hier Rasierwasser. In Henris Tasche steckte eine kleine Flasche. Es war eine Flasche Bré. Laut Etikett weckt es das Tier in dir. Boah. Aber damit könnten wir dann wahrscheinlich dann wirklich unseren guten Lane wiederbeleben. Und hier haben wir einen zerknüllten Zettel. In der Hand des Toten befand sich ein kleiner Zettel. Es war zu verführerisch. Ich musste einen Blick darauf werfen. Da stand 14.30 Uhr. Seien Sie bereit. Sah harmlos aus, bis mir auffiel, dass der Diebstahl genau um 14.30 Uhr stattgefunden hatte. Irgendwas stank hier zum Himmel. Und das waren nicht nur die Fischkanapés. Ich steckte den Zettel schnell zurück. 14.30 Uhr, also wusste Henri Bescheid? Ah, da ist die Schusswunde. Ich wollte Henris Blut nicht an meinen Händen.
So etwas hätte niemand überleben können. Auf keinen Fall. Der arme Kerl. Also ich sehe nicht mal... Ach doch, da ist eine ganz kleine... Da kommt ja kaum Blut raus. Es ist ja in den ganzen Filmen immer anders. Er sah entschieden besser aus. Ich legte die Brille wieder dahin zurück, wo ich sie hergenommen hatte. Es war besser, die Beweisstücke unverändert zu lassen. Ich hatte mich schon immer gefragt, wer solche Brillen mit weißem Gestell kaufte. Jetzt wusste ich es. Henri kauft sie. Er kauft alle Brillen mit weißem Gestell auf der ganzen Welt. Eine rätselhafte Notiz und ein überwältigendes Rasierwasser. Keine persönlichen Gegenstände, nichts Handfestes. Ich musste mir definitiv dieses Büro ansehen. Ja, dafür haben wir doch jetzt das Rasierwasser, denn das wird jetzt bestimmt mit Lane funktionieren. Ah, schaut mal. Kann es etwa sein, dass ich jetzt die Pizza nehme? Ach doch, die wird auch gelb. Schade, ich dachte, es ändert die Farbe, wenn das Spiel schon gleich weiß, dass es passt, aber nein. Macht es nicht. Laut Etikett weckt das Zeug das Tier in dir. Gut, ein Versuch kann nicht schaden. Was war das denn? Das roch ja wie in den 70er Jahren. Wo bin ich? Sie waren ohnmächtig.